Okay, meine Lieben. Jetzt brauche ich erstmal eine Pause. Mein Name ist Marco Spanel. Ich arbeite hier beim Landessportbund in der Abteilung Leistungssport und bin dort Mitarbeiter im Programm Berlin hat Talent. Viele von euch wissen vielleicht, dass wir dort auch versuchen, so viele Kinder wie möglich zu bewegen. Das ist dort in den dritten Klassen, aber dass für uns Erwachsene natürlich Bewegung wichtig ist, ist ganz klar. Und besonders, dass wir mal unseren Büroalltag etwas auflockern. Und deswegen habe ich euch mal ein paar Übungen mitgebracht. Diese Übungen, die ich mitgebracht habe, werden euch sehr daran erinnern, was ich selber mal für einen Sport gemacht habe. Bin ehemaliger Gewichtheber, also habe ich viele Übungen dort geklaut und euch mal mitgebracht und um euch mal näher zu bringen, um euch auch zu zeigen, dass das gar nicht so schwer ist, Gewichte zu heben. Und wenn wir von Gewichten reden, dann meine ich eher vielleicht einen Wasserkasten, das eigene Körpergewicht. Also können wir damit auch arbeiten und natürlich auch was für die Nackenmuskulatur, dass wir dort ein bisschen Entspannung reinkriegen, wenn wir die ganze Zeit hier sitzen. Deswegen beginne ich jetzt erstmal mit dem Heben vom Boden. Da habe ich mal was hier vorbereitet, und zwar eine Kiste Wasser habe ich mitgebracht. Ich habe sie jetzt nicht ganz zulässig rausgeholt. Ich würde euch empfehlen, im Prinzip die Wasserkiste so dicht wie möglich an eurem Körper dran zu heben. Ihr habt sicher auch im Büro immer mal Wasser stehen oder verschiedene Säfte. Und ich zeige euch mal, wie wir am günstigsten heben. Ich habe die Füße ganz leicht nach außen gestellt, bin auch locker in den Hüften und in den Knien. Rücken ist angespannt und gerade. Und wenn ich mich runterbeuge, bleibt der auch gerade. Dann lege ich einfach nur meine Hände links und rechts hier ran, hake die ein und drücke aus den Beinen diese Kiste hoch und schon ist sie oben. Das könnt ihr mehrmals machen. Zack. Ihr seht, immer schön dicht am Körper heben. Dann kann eigentlich nichts passieren. Ja, nicht, dass wir hier irgendwie aus dem ganzen Rücken heben. Das ist vielleicht für die Vorbereitung ganz gut, wenn wir uns mal ein bisschen vordehnen wollen. Aber heben würde ich euch immer empfehlen. Geht runter, hebt die ganze Geschichte aus den Beinen. Die Arme bleiben lang und ihr hebt das Ding senkrecht am Körper hoch. Okay. Meine Devise ist immer so viele Wiederholungen, wie ihr könnt. Und dann 10 mehr. Dann sind wir im Trainingsbereich und können natürlich unsere Muskulatur, gerade in den Beinen, kräftigen und auch in der Rumpfmuskulatur, die ja auch zum Einsatz kommt. Ihr habt auch gesehen, der Rücken bleibt schön gerade, finde ich ganz wichtig. Nicht, dass ihr dort die Zwischenwirbelräume einseitig belastet. Die nächste Übung, die ich euch mitgebracht habe, hat auch etwas mit Wasser zu tun in diesem Falle. Ich stelle mal die Kiste weg. Dazu habe ich mal zwei Wasserflaschen mitgebracht, jeweils 1 Liter drinne. Das heißt 1 Kilo. Und wir machen jetzt was für die Schultermuskulatur, ja, weil die ja natürlich, wenn wir am Rechner sitzen, auch gut belastet wird, sich gut verspannt. Also arbeiten wir jetzt mal ein bisschen im Schulterbereich. Dazu könnt ihr die Flaschen hier vor den Körper nehmen, seitlich am Körper lang führen. Eine Variante ist, sie nach vorne zu bringen, wieder zur Seite und dann leicht nach unten. Die Arme dabei leicht angebeugt lassen. Schön aus der Schulter arbeiten, nach vorne bringen, wieder zur Seite und wieder runter. Ja, da das ein Haltemuskel ist, ihr sagt Schulterfixator, immer ein bisschen die Wasserflaschen halten. Das Ganze ist natürlich immer auch noch variierbar mit anderen Wasserflaschen. Das ist die Übung. Und dann die wichtigste Übung, wie ich finde, auch gerade für einen Gewichtheber, beim Gewichtheber kommt die Kraft immer aus den Beinen, sind die Kniebeuge. Kniebeuge, eigentlich heutzutage auch Squats oder Air Squats genannt, habe ich euch mitgebracht. Auch zwei Varianten. Einmal die Variante ganz normal, wie ihr sie kennt. Füße schulterbreit unter den Körper gestellt. Die Füße gucken ganz leicht nach links und rechts. Wenn ihr runtergeht, bleibt der Rücken gerade. Die Knie schieben sich in Richtung der Fußspitze und bleiben auch dort und schieben sich auch davor. Ihr geht runter, könnt die Arme nach vorne nehmen, zack, zack, zack. Könnt auch dynamisch mit den Armen arbeiten, dass ihr sie immer, wenn ihr runter geht, nach vorne nehmt. Das ist die Variante. Und dann gibt es noch eine schwierigere Variante. Die habe ich euch auch mitgebracht. Die wird euch auch ein bisschen ans Gewichtheben erinnern. Die sogenannten Überkopfkniebeuge oder auch Overhead Squats. Das ist praktisch die Hantel, im heutigen Falle eine Besenstiel, nehme ich über den Kopf und mache die gleiche Bewegung. Der Rücken bleibt gerade, die Hantel bleibt hinter dem Kopf und ihr bewegt schön
die ganze Muskulatur im Beinbereich und im Rumpfbereich. Und wir haben außerdem natürlich noch einen Effekt auch im Schulterbereich. Okay, meine Lieben, das sind die Übungen, die ich euch mitgebracht habe. Ich wünsche euch viel Spaß beim Ausüben dieser ganzen Geschichten und freue mich aufs nächste Mal.